Fribourg Gottéron jetzt auf dem Eis. Und das ist das 1:0. Vierte Spielminute. Stolberg hat abgezogen. Von der blauen Linie. Und dann war Rossi noch dran. Hier vor dem Tor von Wolfshauser, Rossi positioniert und hat die Schaufel genau am richtigen Ort. Und jetzt Herren 1:1. Yannick Herren. 42. Spielminute. Und jetzt ist Ludovic Weber ein erstes Mal bezwungen. Herren trägt das neue Resultat auf dem Rücken. Mit einem Pass hier, alle ausgehebelt. Klasse gemacht. Und dann lässt hier Herren Weber keine Chance. Abschluss und das ist eben nicht das 2:1. Da war Junland noch auf der Linie, jetzt aber fällt es Kilian Motte. Doch noch ein Powerplay-Tor heute Abend in dieser Partie. Kilian Motte, 48. Spielminute. Zuvor schon war Fribourg-Gottéron dann nahe dran am Tor. Hier der Abschluss von Derne. Und dann kann Wolfshauser eben auch nichts mehr ausrichten. Junland, der da noch rettet. Dann aber muss sich der Wolfshauser wie eine Schildkröte fühlen. Das ist Herren. Und er trifft erneut wieder. 2:2. Und da ist es. Das lang ersehnte Powerplay-Tor von Lausanne. Erst das zweite, also jetzt in 10 Spielen in Folge. Hier keine Abwehrchance für Ludovic Weber. Auch wenn auf der Fanghandseite, der ist sehr präzise abgeschlossen. Und dann Derne und der Trifftor. 3:2 für Fribourg-Gottéron. Der Topscorer David Derne sorgt dafür, dass die Freiburger zum dritten Mal in dieser Partie in Führung gehen. Und jetzt wird die Zeit knapp für Lausanne erneut auszugleichen. Pechvogel ist Frick. Dem springt die Scheibe hier an den Körper und dann verliert er die Orientierung nicht, aber Derne.